Moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Subnautica. Wer die erst noch nicht gesehen hat, einfach anschauen. Das, Leute, es ist so einfach. Ja, für diese Folge habe ich sogar tatsächlich einen Plan. Und zwar erstens mal all diesen Schrott in Titan umwandeln. Um dann bei Werkzeug ein bisschen zu schauen und da den Scanner zu besorgen. Dafür brauchen wir eine Batterie. Eine Batterie machen wir, indem wir zwei Säurepilze einfach noch besorgen. Ein paar Säurepilze hier. Eins, zwei. Und dann sollten wir auch schon eine Batterie haben. Perfekt. Und neuer Bauplan. Energiezelle. Hm. Aber ich will jetzt erstmal keine Energie, sondern keine Energiezelle, sondern den Scanner. The scanner can be used to synthesize blueprints from salvage technology and to record alien biological data. Mhm. So, jetzt schauen wir erstmal. Wie ich hatte in der letzten Folge erwähnt, dass hier die Datenbank sehr wichtig sein wird. Die Aufzeichnungen eher weniger, aber hier die Datenbank. Da haben wir zum Beispiel die geologische Daten, da schauen wir jetzt mal rein. Also, Wasserplanet der Kategorie 3, Sauerstoff, Stickstoff, Atmosphäre, umfangreiche Biodiversität. Sicherheitshinweise, kann Raubtiere in Leviathan-Größe beherbergen. Wasser ist hochgradig mit einem unbekannten Bakterium verunreinigt. Okay, Planet ist außerhalb des Föderationsraums, Rettung unwahrscheinlich. Eine Erkundung dieser Umwelt ohne Schutzkleidung und umfangreiche Ausrüstung wird nicht empfohlen. Okay. So, wir können Schmierstoff herstellen, das können wir alles herstellen. Okay, was haben wir denn bereits? Wir haben keine Schwimmflossen, wir haben eigentlich nur eine Tauchflasche. Okay, das können wir machen, das können wir nicht machen. Das können wir auch nicht machen. Okay, das wird natürlich auch interessant. Gut, dann würde ich sagen, machen wir uns mal die Schwimmflossen, dann sind wir ein klein bisschen schneller unterwegs. The fabricator draws from available data to provide environment appropriate equipment using locally available materials. For your safety, this setting cannot be overridden. Schade eigentlich. So, einfach was trinken und dann ein Medikit nehmen und benutzen. So, und seht, jetzt 1% und das regeneriert sich dann mit der Zeit. Wir haben eine Energieleiste oben, seht ihr das im Bildschirm, 39 von 75. Hier seht ihr Solarenergie, Solarenergie, Solarenergie. So, diese Kapsel mit Solar betrieben. Ist gerade Tag, deswegen seht ihr auch schon auf 41, das regeneriert sich mit der Zeit. Aber alle Sachen verbrauchen auch Energie. Das da verbraucht Energie, das hier verbraucht Energie. Das verbraucht Energie. Die Sauerstoffgeneration braucht jetzt hier keine Energie, weil wir an der Oberfläche sind. Aber wenn wir dann später eine Basis haben, braucht auch die Energie. Gut, würde ich sagen, gehen wir mal so langsam in die Richtung, weil ich glaube, da hatten wir ein paar Teile gesehen, die wir nämlich scannen können. Aber erstmal machen wir einen Selbstscan. Self-scan complete. Vital signs normal. Continuing to monitor. Caution. Continued degradation of the Aurora's drive core may result in a quantum detonation. Okay. Signalboje Fragment. Okay. Da, Seegleiter. Den brauchen wir. Das ist das wichtige Element für mich in dieser Folge. Und da ist auch schon dieses böse Monster, von dem ich gesprochen hatte, das in diesem sogenannten Biomen unterwegs ist. Ist uns irgendwas hier? Hallo? Nichts? Ernsthaft? Schneide mit dem Messer hier. Ich will nicht mit dem Messer hier schneiden. Lass mich in Ruhe. Genug? Danke. Okay. So, du gibst mir Sauerstoff. Was bist du? Du bist eine Hirnkoralle. Eine
nämlich Lebensform Hirnkoralle. Tischkoralle, auch scannen. Wir können so gut wie alles scannen. Diesen Fisch können wir auch scannen. Stielauge. Hier war eben noch da. Komm her. Lupscher. Das haben wir schon, okay. Säurepilze. Okay, adrige Nessel. Oh, hier ist doch bestimmt so ein Fisch, ne? Da ist Sandsteinbrocken. Silber, okay. Das hatte ich hier nicht erwartet. Oder war das Silber? Silber. Lol, also eigentlich dachte ich, das kommt erst unter 100. Na, Riesenröhrenkoralle. Scheibenkoralle. Okay. Was haben wir noch hier, was wir scannen können? Du, Windgras. Man braucht lange. Metallschrott. Kreaturenei. Wir haben noch was. Du bist Quarz. Seid ihr freundlich? Paddelkäfer. Noch mehr Quarz. Kann ich mich hier dich nähern? Okay, was ist hier gerade explodiert? Okay, so kleine Bomben. Okay, ich glaube, das, was wir gehört haben, war die Aurora. Und das war das, was wovor uns unser PDA gewarnt hat. Kaninchen rochen. Meter. Bräuchte halt noch mehr Fragmente von dem Seegleiter. Das wäre, glaube ich, tatsächlich meine höchste Priorität. Was bist du? Schweber. Mhm. Nehmen wir natürlich mit. Weil wir alles mitnehmen, wenn wir es mitnehmen könnten. Seegleiter. Neuer Bauplan. Perfekt. Okay, gehen wir mal nach Hause und schauen uns diesen Plan mal an. Vielleicht können wir den ja direkt herstellen. Und wenn nicht, dann müssen wir halt weiter sammeln. Oh Gott, viel Neues. Also da haben wir einen Seegleiter. Batterie und Kupferdraht. Okay, hier haben wir Pfadfinderwerkzeug. Setzt holographische Pfadfinderscheiben aus. Wird verwendet, um einen Weg aus Höhlen zu markieren oder aus Bereichen, in denen die Orientierung schwerfällt. Höchstens 20 Scheiben pro Pfad. Okay, auch das Körper. So, hier haben wir genau einfach neue Fische. Energiezelle und Fasergewebe. Okay. Gut, aber wir brauchen eine Batterie. Dafür brauchen wir Kupfer und Säurepilze. Haben wir noch Kupfer hier? Haben wir. Aber keine Säurepilze. Batterie.
was fehlt dann noch? Kupferdraht. Da brauchen wir zwei Kupfer für, ne? Ja. Aber ich glaube, so viel Kupfer haben wir nicht. Genau, wir haben nämlich nur eins. Okay, das ist ein Problem. Ich mache mir aber mal einen wasserdichten Behälter. Weil ich solche massiven Platzprobleme habe. Ich dann nämlich mir den Behälter auf die 4 legen kann. Habe ich noch Platz? Nein. Das auswähle. Und legt die Aurora. Wow. Das sieht schön aus. Dann mache ich das einfach mal in die. Obwohl, nee. Ich habe einen Fehler gemacht in meiner privaten Welt. Das mache ich nicht wieder. So, wo kommen wir raus? In diese Richtung. Das heißt, ich werde das jetzt hier hin machen. So. Spindnamen. Titan. Ich ändere es um in Titan 1. So. Ja, ich muss eigentlich direkt wieder raus, weil uns fehlt ja noch ein Kupfer. Und ich habe keinen Plan, wo hier noch Kupfer ist. Weil es auch gerade sehr dunkel ist, sehe ich so wie nichts. Ihr vermutlich auch nicht. Da ist was. Kalksteinbrocken. Titan. Das, was ich am wenigsten brauche, bekomme ich. Das ist irgendwie logisch. Wird langsam Tag. Das ist sehr gut. Oh Gott, ich hab mich so erschrocken. Au. Ich hab mich doch nicht erschrocken. Nee. Schwefelpflanze. Einmal durchscannen. Kreaturenei. Quarz. Fetten, hier ist noch so ein Vieh. Ich verschwinde lieber. Ist hier noch irgendwo... Stein. Nein. Aber da ist eine große Koralle. Eine große Röhrenkoralle. Und hier. Oh Gott. Einmal Luft holen. Und wieder runter. Und da sehen wir nämlich auch. Hier ist hier. Eine Menge drinne ist. Kupfer. Titan. Nochmal Titan. Kupfer. Quarz. 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 Und mein Inventar ist schon wieder am Überfüllungs. Bin damit so langsam angekommen. Nicht schön. Ah, hier ist doch bestimmt so ein Fisch drin, ne? Nee, okay. Sauerstoff. Und ja, mein Inventar ist voll. Dann gehen wir halt mal nach Hause. Und stellen dann mal den Seegleiter her. Das wäre dann nämlich perfekt. Kupferdraht, genau. Was ist da? Schmierstoff. Und Seegleiter. Inventar voll. The Seaglide will increase your effective exploration range
For your safety, please pack supplies for long journeys and stay within 5 kilometers of the nearest life pod or habitat. Perfekt, damit kommen wir doch schon deutlich schneller überall hin. Das hat sich gelohnt, Leute. Und damit war es das auch schon wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn nein, lasst vielleicht da. In der nächsten Folge gleiten wir dann mit unserem Seegleiter irgendwo hin. Ja, ich weiß noch nicht wohin. Medikit kann ich eigentlich direkt nutzen, wenn mein Inventar nicht. Okay, wir kümmern uns erstmal um das Inventarproblem. Also Leute, ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Epic.